So, haben wir das. Und das ist eine Vista. Leute, hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen. Ich bin's, euer Giga Greeby von Giga Lavastia, dem kleinen bescheidenen Hort rund um die Welt von Pokémon, ihr wisst es. Und ich habe eine Stadionbox geöffnet von Verlorener Ursprung. Tolle Erweiterung, ist im letzten Jahr erschienen. Und wir haben ganz viele Booster bereits öffnen dürfen. Da war unter anderem so eine hier dabei, die komplett, warte mal, ich zeige es euch mal hier. Die ist so komplett kaputt hier oben, furchtbar. Aber heute geht es mit der zweiten Hälfte weiter. Ich hatte das angekündigt im ersten Part, deswegen freue ich mich, dass du, vor allem du, hier wieder eingeschaltet hast. Dankeschön, eingeschaltet, nicht eingeschaltet. Und wir öffnen praktisch jetzt die restlichen 6 Booster. Dazu fällt auch noch ein Build-in-Battle-Deck zu dieser Stadionbox, die es, glaube ich, kaum noch im Handel jetzt gibt. Es gab da vor kurzem mal eine Aktion bei Kaufhof, da hat man sie sehr, sehr günstig bekommen tatsächlich. Ich glaube für 35 Euro oder sowas, wenn man gleich mehrere gekauft hat, online mit einem Rabattcode. Wahnsinn. Aber ich hatte auch Glück, ich glaube, ich habe für das Ding, ja, was hab ich noch bezahlt? 45 Euro? Was auch okay ist, 45 Euro ist super. So viel kostet normalerweise eine Top-Trainer-Box als unverbindliche Preisempfehlung. Und hier bekomme ich ja 4 Booster mehr und noch 2 Decks. Und halt noch die ganzen Extras. Zum Beispiel diese tolle Box hier, weil da packe ich dann immer den ganzen Balk rein. Aber gut, das ist sie. Also, das ist das Deck noch und das sind die Booster. So, das Überbleibsel dieser Box. Und ich sag mal so, Aerodactyl Alt Art würde ich schon noch ganz gerne nehmen wollen. Ich sag's ja nur. Giratina wäre jetzt auch nicht schlecht, ne? Giratina wäre jetzt auch nicht übel. So, zweiter Part, weil ich ja in der Vorproduktion bin. Ich danke für euer Verständnis. Und deswegen ziehen wir hier direkt mal los mit diesem Giratina-Booster. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet. Mit Likes, mit Kommentaren. Zum Beispiel, ob ihr euch von Schwert und Schild immer noch manchmal so ein paar einzelne Booster holt oder noch ganze Sets, weil Karmesin und Purpur kommt bald raus und dann ist es das gewesen mit Schwert und Schild. Ich persönlich mag Verlorene Ursprung sehr, Silberne Sturmwinde, da könnte ich mir auch vorstellen, noch eine Stadionbox auszupacken, da hätten wir durchaus noch ein paar Optionen. Und abonniert sehr gern, falls ihr neu dabei seid natürlich, logischerweise. Guck mal, eine Vista, müssen wir gar keinen Energiekartenraten machen. Jetzt drücken wir nur die Däumchen, dass wir hier auch was Gutes rausziehen. Aufnahmen laufen überall, das muss ich immer doppelt und dreifach abchecken und vielleicht haben wir ja Glück und starten hier auch direkt rein mit einem First Pack Luck. Borsong und Rihorn haben wir hier gesehen, Griffel und Roselia. Es gibt sehr viele Openings von Verlorener Ursprung auf meinem Kanal. Ich habe sogar eine Playlist dazu ausgepackt und wir bekommen eine Trainer Gallery Card. Es ist wieder das First Pack Luck. Sehr, sehr cool. Banette oder Banette, wie auch immer, mit der Antonia im Hintergrund hier. Resoluter Groll und gespenstisches Licht. Ist jetzt keine neue Karte für uns. Das muss man an dieser Stelle natürlich leider wieder sagen. Ist jetzt wieder eine doppelte Karte zum Vertauschen, zum Verkaufen, wie auch immer. Aber schön, dass es mit dem nächsten Hit hier geklappt hat. Tolle Karte. Und vielleicht gibt es sogar einen Doppelhit. Trommelwirbel. Was gibt's nach Banette? Ein Zobiris als Holo. Das ist eine tolle Sache. Centering zwar katastrophal, aber ich muss jetzt mal überlegen, ob ich Zobiris überhaupt als Holo schon hatte. Es kann sein, dass ich diese nur als Reverse Holo gezogen hatte. Bin ich mir gerade sehr, sehr unsicher. Aber tolle Karte für das Kurelei, Giratina, Nirgendwo Deck, wie auch immer. Lässt sich sehr gut kombinieren. 10 Karten im Nirgendwo und dann darf man 12 Schadensmarken beliebig auf die Pokémon des Gegners draufballern. Sehr nice. Oh, das ist cool. Ich glaube, ich hatte es nur als Reverse. Ich glaube, ich hatte es bislang nur als Reverse. Das ist natürlich schon schön, jetzt das als Holo zu haben. So, Gardevoir kommt als nächstes. Also Giratina hat schon mal ganz gut gegönnt. Hoffen wir mal, dass wir hier direkt nachlegen können. Die Pull-Rate war ja bis jetzt nicht so schlecht in dieser Stadionbox. Ist ja nie. Kampfenergie, 3-2-1. Stahl. Aber der ganz große Knall, der ganz große Knall, der fehlt noch. Und ich sage so, boah, heftig. Ich weiß noch, wir hatten mal eine Gold-Giratina-Vista-Karte gezogen. Das war auch geil.
aus einer Astralglanz-Stadionbox. PPI's Reverse, auch ein cooles Deck, wie ich finde. Sehr günstig. Und Trommelwirbel. Verbirgt sich was dahinter oder nicht? Es ist nur Porygon Zeta als Regular Rare. Haben wir schon mehrfach gezogen. Centering auch hier wieder überhaupt nicht schön. Aber naja, nehmen wir mal so mit. Das heißt, wir haben zwei Hits gezogen. Eine V und die Trainer Gallery Cards aus diesen vier losen Boostern, die einfach so mit in der Stadionbox sind. Und jetzt kommt nämlich noch die hier. Diese Deckbox. Schauen wir mal. Vielleicht ist es sogar das Kurelei-Deck. Was gibt's denn noch? Mashomai, ne? Aber es ist tatsächlich Kurelei. Naja, nehmen wir mal, ne? Ist ja auch gut fürs Deck. Also für dieses, was ich gerade erklärt hatte, ne? Mit Giratina, dem Nirgendwo und so, dass man da ein bisschen spielt. Ja, hübsche Promo war in meiner allerersten Box auch tatsächlich drin, in meinem Pre-Release-Deck. Da hatte ich, glaube ich, auch das Kurelei. So, und dann haben wir... Oh, die fühlen sich alle ein bisschen wabbelig an hier. Ist das ein gutes Zeichen oder nicht? Ich weiß es nicht. Kubidos. Wer Kubidos nicht ehrt, ist die Giratina Alt Art nicht wert, sage ich immer. So, jetzt hoffen wir erstmal auf ein gutes Centering. Boah, ich alter Schwede. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Komm, da ist jetzt... Na, wobei, ne? Hier ist ein bisschen dicker. Aber egal, hier ist was. Hier ist was. Ich sag's euch. Pflanzenenergie. Reiz Wines. Hä? Warte mal, dann ist das jetzt die Pflanze? Ah, okay. Es ist nicht die Pflanze bei Elektro. Habe ich wohl eine Karte vergessen. Verzeihung. So, jetzt gehen wir aber rein. Hier ist der Werkzeugkasten. Den haben wir nun gerade eben schon kurz gesehen. Duoflor, Gastrodon, Viscora und Flunkiefer, Schneckmack. Nochmal Pipi. Grüße bitte. Ich glaube, jetzt kommt die Reverse, Leute. Ah, Yugong als seltene Reverse. In der Regel kein gutes Zeichen. Das ist einfach nur für mich so eine Aberglaube. Trommelwirbel. Na, es ist eine Holo. Es ist eine Holo. Skelabra als Holo haben wir aber auch schon mehrfach gezogen. Und hier eben nochmal. Sandring ist okay. Gar nicht mal so übel. Drei sind es doch. Gardevoir, Hisui, Zora und Giratina. Gardevoir, komm. Giratina dann zum Abschluss. Huh, Kampfenergie, Leute. Oh Mann, es kommt langsam die Nervosität. Drei Booster. Zwei Hits wären schon nicht schlecht, Leute. Jetzt kommt Pflanze. Komm, Giratina Alt Art. Und die Kiste des Unheils. Oh no. Hisui Viscargot. Schuppet. Hier ist eine Alt-Art drin, Leute. Hier ist eine Alt-Art drin. Wir manifestieren es. Pikachu, du zuckersüßes Pikachu. Drück die Däumchen. Und Mogelbaum, Mogel, Mogel. Bringt genauso. Guck mal, Kiste des Unheils und Mogelbaum. Die beiden Maskottchen hier, ausverlorener Ursprung. Das muss doch was werden. Das muss doch was werden. Es ist erstmal nur Schneebedecker als Reverse. Aber der Trommelwirbel läutet es ein, Leute. Trommelwirbel, Trommelwirbel, Trommelwirbel. Schnell weiter zum nächsten Boden. Ein Hit bis jetzt nur. Die Stadionbox hat jetzt nicht so gut gegönnt. Aber ich musste sie aufmachen. Die Folie war gerissen von dem Ding. Wisst ihr, was ich meine? Kampfenergie. Die Folie war gerissen. Oh! Oh, jetzt. Das ist doch aber jetzt ein Zeichen. Das ist doch jetzt ein Zeichen, Leute. Die Folie war gerissen, deswegen musste ich diese Box aufmachen. Als Sealed-Objekt wäre das einfach nicht gegangen. Du musst halt nur mal noch was Krasses dabei sein, Freunde, ne? Jetzt muss die Kampfenergie noch mal richtig was rausbuttern. Da kommt zumindest noch mal ein Hit. Strahlendes Hisui Sneebos. Na, bitteschön. Da haben wir doch noch mal einen Hit. Haben wir inzwischen auch gezogen, aber nur einmal. War sehr schwierig für mich irgendwie. Es hat sehr lange gedauert, bis ich die Karte gezogen habe. Jetzt kommt sie noch einmal hier mit dem Giftgipfel. Wird häufig in Giftdecks entsprechend auch gespielt durch die Fähigkeit. Einfach auf die Bank legen und dann hat man damit seine Ruhe. Und wir bekommen aber vielleicht sogar noch einen zweiten Hit. Trommelwirbel, Doppelhit, ja oder nein, nach dem Hisui Sneebos. Deck. Haben wir gerade eben schon mal gesehen, Leute. Wir gucken mal lieber dahin. Und da haben wir wenigstens einen schönen Hit. Das muss es jetzt sein, Leute. Ne? Das muss es jetzt schon sein. Daumen nach oben. Like da lassen. Abo. Kommentar. Für Giratina.
Okay, Leute, da hatte ich gerade mal ein bisschen zu kämpfen hier mit der Kameratechnik. Irgendwie war meine Kamera zu warm. Das ist auch noch nie passiert. Aber gut, sei es drum. Das ist jetzt nur halb so wild. Ich kann es ja trotzdem jetzt aufmachen, das Ding. Letztes Booster hier mit Giratina. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn da jetzt nochmal ein absolutes Highlight mit drin steckt. Das wäre schon absolute Sahne. Energiekarte Psycho. 13. Boah, eigentlich müssen wir Kampf sagen wegen Aerodactyl, aber egal, Psycho oder nicht. Es ist Feuer. Okay. Let's go. Letztes Booster. Ich habe leider gerade keine Vorschau. Ich muss das jetzt hier ein bisschen aufpassen. Und wir haben die Kiste des Unheils. Ah, passenderweise zu dem technischen Malheur jetzt hier gerade. Hisui Viscagots. Zablalek. Myrapla. Libiscus. Legios. Letztes Booster, ihr Lieben. Drückt die Däumchen, lasst ein Like da, unterstützt den Kanal. Es wäre wirklich richtig cool von euch. Wir haben die Geschenkenergie als Reverse. Bekommen wir trotzdem nochmal einen Hit. Bekommen wir statt, oder nicht nur First Pack Luck, sondern auch Last Pack Luck, Leute. Trommelwirbel. Was verbirgt sich hinter Geschenkenergie? Arceus, Giratina, Aerodactyl, seid alle mit dabei. Es ist ein Galar-Mautzinger-Wie. Ein Galar-Mautzinger-Wie ist nochmal ein Hit. Der kommt hier nochmal mit dazu. Ist jetzt nichts Besonderes, ist jetzt nichts Krasses, weil wir hatten sie auch schon tatsächlich gezogen. Wir haben sogar die Ortart von Galar-Mautzinger-Wie tatsächlich. Aber immerhin gehen wir hier auch nochmal mit einem Hit raus. Das heißt, wir haben Galar-Mautzinger-Wie, wir haben ein Hisui-Sneboss und wir hatten, wo ist es denn? Das hier war es doch, ne? Oder? Banett? War, glaube ich, auch mit am Start, wenn ich mich recht entsinne. Drei Hits wieder aus 6 Boostern. Das ist eine grundsolide Ausbeute, würde ich sagen. In jedem zweiten Booster war da was dabei. Richtig gut. Das ist wirklich richtig gut, Leute. Das nehme ich. Geil. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr Lieben. Wenn dem so ist, lasst gerne eine positive Bewertung da. Wie gesagt, ich bin gerade aktuell in einem kleinen Urlaubstrip und bereite schon das nächste Video vor. Und es wird auch eine schöne Verlosung geben zum 2000er Abo-Special. Oder zumindest wird das so ein bisschen kombiniert miteinander. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und weil ich hier gerade so viel noch vorbereiten muss, habe ich mir gedacht, komm, nehmen wir mal die Stadionbox, teilen die mal durch 2. Das ist dann für mich einfacher, um den Inhalt zu strecken. Und bald geht es ja auch mit Zenit der Könige weiter. Da tauchen dann die nächsten Sets auf. Also da können wir uns auf alle Fälle schon mal auf was freuen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, trotzdem hier dabei gewesen zu sein, auch wenn es in Anführungszeichen nur verlorener Ursprung war. Und dann sehen wir uns im nächsten Opening wieder. Macht's gut und bis dahin, euer GigaGreevy von GigaLabastia. Ciao, ciao!